So, da 26:35, da ist er noch ein bisschen staubig. Rico, wir haben uns ja vorgenommen, heute mal das Check-up zu machen, bevor wir eine Endreinigung machen, uns alles mal ganz genau angucken. Wir sehen jetzt schon hier eins, die Kameras laufen alle nicht vollständig und es ist ein bisschen noch staubig hier drin. Deswegen gucken wir jetzt mal, ob alle anderen technischen Funktionen in Ordnung sind, um dann zu wissen, wo wir noch mal ran müssen. Ne? Ja. Erstmal herzlich willkommen. Ja. Würde ich sagen. Entschuldigung, erstmal herzlich willkommen bei Abgefahren. Heute mal Sonderserie der 2635 6x6, ehemalige Flugfeldfahrzeug, oder Rico, oder was war es ganz genau? Ja. Wir können ja mal gucken, ob wir noch ein Bild ausgraben können aus der Dienstzeit. Ja. Der Rico macht das, es gibt sogar online. Und wir werden von den ehemaligen Piloten dieses Fahrzeuges, sind wir auch schon angeschrieben worden. Ganz, ganz happy, was wir Geiles daraus gemacht haben. So, der 2635 hier ist ein LKW aus der Mercedes-Benz-Klasse, die letzten Classic-Liner, ist also ein SK oder ich sage immer ganz gerne SK1 dazu, weil da gab es auch immer noch mal eine Endmodifikation. Also es gibt im Grunde genommen bei den SKs auch zwei verschiedene Hauptgesichter. Der hat noch das Gesicht der ersten Serie, er ist nämlich, glaube ich, Baujahr 93 oder 94? 93, 94, so in dem Bereich. Und die letzten hatten dann nochmal ein bisschen modifiziertes Lenkrad hier. Ja. Und sie hatten, ich weiß nicht, hast du es da irgendwo auf den Papieren? Mal reden mal weiter. Ja, sie hatten ein bisschen modifiziertes Gesicht vorne. Die sahen dann noch ein bisschen durchgeschleckter aus. Ne? Ansonsten, was haben wir hier? Wir haben ein Fahrzeug mit original 63.013 Kilometern. Wir haben ein Sechsgang, das weiß ich jetzt, weil das interessiert mich mal an erster Stelle. Da ist ein Sechsgang ZF-Automat drauf, ein 6 HP600, also der große Automat. Wir haben neben den sechs Gängen hier eine Reduktion, eine Untersetzung und wir haben, zack, zack, hier alle Sperren, ja, bis auf die Vorderachse natürlich, wie man sieht. Nämlich, das gute Ding ist die Mitteldifferentialsperre und der gute Schalter ist die Sperre für die beiden hinteren Achsen. Also eine vordere Achse haben wir nicht, weil sonst hätten wir ja ein Symbol mit diesem Kringel auf der Vorderachse noch. Leuchtweitengeschichte ist schon und das hier könnte, was könnte das sein, Rico? Eine Zusatzbremse. Gegebenenfalls war da eine Winde vielleicht sogar im Rahmen drin, dass du dann eine Allradbremse für alle Geschichten hast. Ich denke aber im Rahmen der Modifikation haben wir das totgelegt. Ja, da müssen wir noch mal nachgucken. Ich glaube, das ist die Zentralschmieranlage. Der hat schon eine Zentralschmieranlage, was da die Situation drüber ist. Ansonsten ist das Cockpit 4Wheel 24 modifiziert. Wir haben hier einen ganz, ganz wichtigen Schalter, nämlich Rico. Das Dachzelt. Wir haben nämlich hier auf dem Dach, guckt mal hier hoch, da ist der Deckel, ein elektrisch aufstellbares Dachzelt. Und das Ganze ist so phänomenal strukturiert. Der klappert auch noch ein bisschen hier, da habe ich nochmal gesagt, Sie sollten ein bisschen was drunter klatschen. So, ihr könnt hier, wenn es aufgestellt ist, nämlich über diese Leiter, über diesen Sitz nach oben steigen. Und das Zelt ist 1,60. Ja, 1,60 x 2,20 Meter und es ist voll klimatisiert. Das heißt, zwei Reißverschlüsse, wenn es zu warm ist und eine Standheizung, wenn es zu kalt ist. Ne? So, im Fahrbetrieb tun wir das wieder hoch und ich glaube, Rico, da hatte ich schon angeordnet, doch, das sehe ich sogar, hier ist ein Pflaster drauf. Ja. Ne? Aber das wollen wir nochmal drüber gucken, dass das nicht zu schöppert während der Fahrt. So, Dachzelt haben wir besprochen. Wir probieren jetzt heute mal. Ich denke, wir werden wieder zwei Videos draus machen, was wenn lang ist. Wir probieren einfach mal, was die Kiste so kann. Wir erzählen ein bisschen was dazu. Endreinigung, wie gesagt, fehlt noch. Da ist der Popel von Valentin noch auf dem Sitz. So, wir haben das Fahrzeug ausgestattet mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sitzplätzen. Und ich glaube sogar, wir haben 9 Sitzplätze drin stehen lassen. Also das heißt, es ist der sogenannte Party Mover. Ne? Du kannst hier. Ja, wir haben schon eine Anfrage erhalten von, wie heißt die Serie von RTL, wo sie sich immer einen Lover suchen können? Du kriegst heute keine Rose. Genau, vom Bachelor. Da könnte man dann hier
die letzten, acht Kandidaten reinsetzen. Ja, und hinten gäbe es gleich die Dusche zum Ausprobieren. So, Spaß beiseite. Handbremse, ja. Ich habe nur geguckt, ob ich den Gang auch drin habe, aber wir merken, der Gang ist drin. Hier noch was zum Automatikgetriebe. Das hat keine P-Stellung wie beim PKW, sondern nur NDR. Ne? Und dieses Display gibt keinen Aufschluss darüber, wie viele Gänge es hat. Das sieht nämlich bei jedem gleich aus. Auch ein Viergang-Automat hat dieses Display. Auf D ist so viel wie Drive, geht's los. Feststellbremse, Bremse halten. Jo, die Bremse öffnet, man zieht's. Große Bremse, warum? Zwei Achsen, die sind beide gebremst. Und wenn wir von der Bremse gehen, merkt ihr eins, er rollt schon los. Ihr merkt auch eins, er ist für einen ja doch bald 30 Jahre alten LKW sehr ruhig, ne? Oder? Wahnsinn. Ja. So, da steht's Drive, ne? Davy Drive. Jo. Da gibt's einen Menschen, der zwei schlanke Hunde hat, aus Berlin. Der will den Matt besuchen. So. Wir haben ihn schon ein bisschen warm laufen lassen, Rico. Man sieht es hier, er hat schon 46,3 Grad Betriebstemperatur. Nichtsdestotrotz machen wir noch ein bisschen zart. Was wir noch nicht umgesetzt haben, ist die Tachoangleichung, die folgt noch. Ja, ich habe ihn jetzt quasi für den Dreh aus der Werkstatt gemopst. Ah ja, da hat es ja eh zwischen 18 und 29 Grad, je nachdem wie heiß die Jungs gerade laufen. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wann er schalten will. Jetzt schaltet er, es tut er. Also ich finde, er schaltet sehr gut. Ja. Und für seine Größe fährt er sich echt. Wir sind hier noch auf unserem Grundstück. Falls die Kritiker schon wieder bemängeln, dass wir A, keine Abfahrtskontrolle gemacht haben, B, nicht angeschnallt sind, Rico. Aber ich würde einfach mal sagen, wir machen einen kleinen U-Turn auf der öffentlichen Straße, nämlich Rico, oder täusche ich mich? Unsere roten Kennzeichen sind drauf. Ja. Die Probefahrt und Überführungskennzeichen. Also wir machen jetzt hier eine Probefahrt, schnallen uns dazu an. So, da muss ich mal gucken, dass ich die Folie nicht in den... Wir haben auf unseren wunderschönen Alcantara-Ledersitzen ja noch ein bisschen die Folie mal drauf gelassen. Warum? Damit wir die halt nicht versauen oder verschandeln. So, ich guck mal, ob ich das Loch finde. Und nicht die Folie da reinklatscht. Versuchen wir es mal, ne? Kameras haben wir schon gesagt, wahrscheinlich sind die 300 angelernt und haben kurz mal einen Strom verloren, weil wir haben hier aus experimentellen Zwecken mal ein sehr, sehr modernes 2,4 GHz Digitalkamera-Funksystem verbaut, von dem der Hersteller sagt, das ist wirklich erste Sahne. Rechts wäre frei. Rechts wäre frei. Rico, kann ich mich verlassen? Ist es so? Ja. Gut, also dann gebe ich Gas. So, dann beschleunigen wir mal. Läuft schön ruhig, ne? Also den Taro können wir, glaube ich, mal ignorieren. Hast du eine Taro-App auf deinem Handy, Rico? Ja. Dann können wir gleich mal feststellen, wie hoch die Abweichung ist. Also ich tippe jetzt drauf, dass wir jetzt schon zu 75 fahren. Sicher doch. Also wenn ich dann mal wieder Netz habe. Ja, ich klemme das immer so ein bisschen schräg vorne zwischen die Scheibe rein. Dann hier im Tal ist das Netz ein wenig schlechter als auf freier Wildbahn. So, 70. Ja, dann zeigt er bei 62 Stundenkilometer 70 an. 8-9 km/h. Er läuft sehr ruhig, ne? Rico, was meinst du? Also ich finde den für die Größe echt überragend. Und weißt du, was mir gut gefällt? Das ist häufig beim 6x6 so, weil einfach die Stabilität durch die zwei Achsen höher ist. Er fährt sich wie ein kleiner vom Feeling her, ja. Weil er auch, ich sag mal, die Kippmomente bei einem 6x6 sind nicht so hoch, weil einfach die zwei Achsen den etwas mehr aufrecht halten. Ne? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich so eine riesige Mühle fahre. Ne? Das ist mir bei dem Cut 6x6 schon aufgefallen, der sich mit dem großen Aufbau wesentlich besser hat fahren lassen als ein 4x4, weil die Doppelachse dem ganzen System halt immer ein bisschen Stabilität gibt. Ne? So, wir wissen ja, dass er ein bisschen mehr als 350 PS hat. Ja. Und er hat einen Retarder, das werden wir auch mal aufprobieren. Ihr seht, er schaltet runter, ist schon eine modernere Stufe.
So, und jetzt guckt mal, ich bin noch gerade in der dritten Stufe. Jetzt bin ich in der dritten und in der vierten Stufe. Wie schön das bremst. Brauchst du fast keine Fußbremse mit so einem Retarder. So, jetzt gucken wir mal von 0 auf 100. Jetzt klackt es ein bisschen, ne? Also ich habe so das Gefühl, wir müssen mal Schubstangen unten alles nochmal nachgucken. Ja. Gucken. Aber er geht für so eine... Er geht für so einen riesigen Haufen schon sehr beachtlich, ne? Aber der Tacho stimmt ja jetzt nicht. 10 Stundenkilometer mehr. Ja, 62, 63. Radfahrer, blub, Radfahrer abgestiegen. So, blinken wir mal. Ja, also wir haben unten, wir müssen mal prüfen nochmal, ob er was Schub- und Zugstange hat. Aber der Jörg hat mir mitgeteilt, dass er irgendwo im Fahrerhaus klappert. Das finde ich jetzt nett. Ne? Also wahrscheinlich war das Fahrerhaus nicht komplett auf Block runtergelassen. Das einzige Klapper, was hat mich beim ersten Mal, wie ich eine Kleinprobefahrt auf dem Gelände gemacht habe, auch schon gestört, ist die Leiter. Da müssen wir mal gucken, dass wir die noch ein bisschen abholstern hier. Ne? Ja, aber wenn man ein bisschen noch Zugpolster draufgeben, so wie meine Hand jetzt, ist das weg. Ne? So, innerhalb der geschlossenen Ortschaft 70 ist nicht erlaubt, Entschuldigung. Hat keiner gesehen. So. Fahren wir mal ins Gewerbegebiet, gucken wir mal, ob die Wohnwagen mit den roten Herzchen da unten noch stehen. Ja, weißt du das? Rico, was hast du mir doch erzählt? So, nee, guck mal, der Wohnwagen ist abgedeckt. Ist anscheinend geschlossene Veranstaltungszeit. So, und schalt, macht er. Und schalt, aber er schaltet sehr geschmeidig. Ne? Also ich bin ja zum bekennender Automatik-Fan geworden. Warum? Weil ich auch im Geländeeinsatz festgestellt habe beim LKW, dass der Wandler einen maßgeblich viele Vorzüge gibt. Der sichert immer einen Kraftschluss. Wir haben immer einen Vortrieb nach vorne. Und er entschleunigt ungemein. Und es ist auch ein sehr bedienungsfreundliches Konzept, was selbst Mädchen, die ein bisschen Angst haben vor großen Autos mit vielen Schaltern und vielen, vielen Gängen, die können es auch sehr, sehr gut bedienen. Insofern, das heißt jetzt nicht, dass Mädchen nicht Auto fahren können, aber oft ist es so die Scheu, weil weil die meistens später den Führerschein machen als ihre Typen und der Typ damit ein bisschen routinierter ist. Und wir hören das recht häufig, dass es einfach entschleunigt und den Betrieb des Fahrzeuges nochmal leichter macht. Das ist psychologisch irgendwo. Das hat mir mal mein Fahrlehrer hat mir das erklärt, wo ich mal vor einiger Zeit den Führerschein gemacht habe. Du hast nur eine bestimmte Anzahl an Chunks, heißt das, glaube ich. Ja. Hast du frei im Kopf. Ja. Und je mehr du dann hast im Fahrzeug, desto mehr bist du ja gefordert. Ja. Da geht ja einer schon mal drauf, du fürs Schalten, einer fürs Radio. Einer für, was ist da draußen jetzt los? Der andere fürs Fühlen, wenn es mal glatt ist, zum Beispiel. Ja. Bei der Feuerwehr dann noch mal mehr. Ja, ja. Genau so ist es. Ne? Das ist fast wie beim Lottospielen. Ne? Genau. So, jetzt nehmen wir wieder mal den Retarder. Mensch, ich hätte jetzt richtig Lust, einfach loszufahren. Irgendwo hin, wo die Sonne scheint. Heute Abend schon an den ersten Strand oder See gestellt. Lecker Bratwurst vom Grill. Oder du lieferst ihn persönlich aus. Ja, ich habe doch keine Zeit. Ich muss doch ständig mit dir irgendwelche Videos machen und Leute belabern. Alles für den Dackel, alles für den Club. So, Kurve, also mir macht der lässt sich super, da klackt's, ne? Also wir müssen mal gucken. Ja, also es könnte auch sein, dass es die vordere Fahrerauslagerung ist und dass das Fahrerhaus sich etwas bewegt, ne? So, das ist ja der Retarder, ne? Der Scheibenwischer, den machen wir mal an, mal gucken, ob er auch wischt. Guck mal, wie dreckig das ist. Warum ist es so dreckig? Weil es in unserer staubigen Werkstatt stand und wir haben es noch nicht entgereinigt. Das habe ich ja vorhin gesagt, das steht uns noch bevor. Ja, so, das Ding ist was, Rico, hier? Ja, genau, man sieht, dass ich den Retarder schon zweimal benutzt habe, weil tatsächlich geht die Temperatur etwas nach oben. Ja, und wir sind jetzt auch ein bisschen Stop and Go gefahren und haben den Wandler etwas bewegt, dann geht die Temperatur etwas höher.
So, was haben wir noch zu bieten heute? Also wir haben jetzt eine Probefahrt gemacht. Wir sind mit dem Auto, ist kein Geheimnis, tatsächlich auch schon zur Abenteuer Allrad nach Bad Kissingen gefahren. Gute 95 Kilometer von uns. Also das heißt, den sogenannten Anführungszeichen Langstreckentest hat er schon absolviert. Wir machen bei 4Wheel24 immer etwas ausgedientere Fahrten, also ausgedient in Anführungszeichen 30, 40, 50 Kilometer normal, um zu sehen, ob alles funktioniert, ob die Dinge auch dicht sind, dass alles mal richtig warm wird. Weil es wäre ärgerlich, wenn ihr also oder die Kunden von uns die Fahrzeuge abholen und dann auf dem halben Weg schon umdrehen müssen, weil irgendwo die Soße rausläuft. Und man muss dazu sagen, die Schätzchen, die waren ja lang gestanden. Also der stand zum Beispiel bei einem Fähnchenhändler über ein Jahr auf dem Hof, bis wir ihn vor seinem Schicksal in Ghana oder irgendwo anders in Afrika bewahren konnten und hier auf unseren Platz hinübergeführt haben, um ihn dann umzubauen. Und auch der Umbau hier hat mehr als 2 Jahre verschlungen, also vom Ankunft des Fahrzeuges bis zum eigentlichen Fertigstellung wie jetzt. Und insofern kann natürlich durch den Stand und den Stand vorher und durch den geringeren Einsatz da viel passieren. Ne? Ja, das ist ganz klar. Ne? Ja, also ich bin sehr zufrieden, wie gut das Auto fährt. Ich beglückwünsche an der Stelle schon mal den Eigner des Fahrzeuges, weil echt eine geile Karre. Ne? Oder? Ja. Was haben wir alles gemacht an dem Fahrzeug? Es war, wie gesagt, ein Feuerwehrfahrzeug mit einem Löschmonitor. Das heißt, wir haben sehr, sehr umfangreich die ganze Geschichte, die im Feuerwehrfahrzeug drin war. Da waren relativ viele Steuerpulte, Schalterchen, Kabelbäume mit richtig, also ein Kabelbaum, also ein Urbaum von Hunderten von Kabeln hinten in den Aufbau. In dem Aufbau saß ein eigenes Aggregat noch mit drin, was wir da Werte zerschnitten und rausgerissen haben. Das dürfen wir gar nicht so laut erwähnen, aber das ist häufig so in unserem Job. Wir wollen es ja einem neuen Zweck zuführen. Und haben den dann überall innen, wie ihr seht, wir haben ihn neu bezogen, wir haben ihn eine Stereoanlage verpasst, wir haben ihn einen Funk verpasst, wir haben uns sehr, sehr viel Mühe gegeben mit neuen Sitzen. Der Wendekreis ist auch sehr gut, ne? Hast du gesehen, wie der um die Ecke geht? Ist ja phänomenal. Der Fender ist schlimmer. Ist ja phänomenal. Leute, guckt mal, wir haben hier einen 6x6. Ihr werdet ihn noch von außen sehen. Guckt mal, was der Kerl... Rico, erklär es mir, warum hat der so einen Wendekreis? Guck mal, ich bin noch gar nicht bei vollem Einschlag. Nein, die Achse lenkt nicht mit, die zieht hier wirklich einen Streifen. Aber der Hintergrund an dem wirklich für den 6x6 sehr, sehr guten Wendekreis, anliegenden Wendekreis, ist einfach der, dass wir zwischen der ersten und der zweiten Achse einen recht geringen Radstand haben. Ja, und natürlich ist es jetzt so, wenn wir eine Kurvenfahrt anlegen, rotiert der hintere Reifen ein bisschen und macht einen schwarzen Strich. Aber die Wendigkeit ist trotzdem phänomenal. Und im Gelände hast du halt mit dem 6x6 immer eine Achse, die mehr schiebt. Also wir stellen es beim Rallyefahren oft fest, dass die 6x6 schon mit am besten unterwegs sein können. Gerade wenn es aufwärts geht, weil du hast eher auf 2 Achsen Kraftschluss und das vielleicht am Ende mit einer Tonne mehr Gewicht. Also das ist schon ganz cool. So, hoppla. Also gefahren sind wir. Sieht gut aus. Ich würde mal sagen, nachdem das Ganze neben der Probefahrt hier auch in einer Roomtour enden könnte, würde ich mal sagen, wir lassen ihn laufen, der ging recht schwer an. Ne? Die Batterien müssen wir nochmal nachladen oben, weil der schon ein bisschen gestanden war. Was haben wir noch gemacht? Eine Kamera, ein Bezug, schallisoliert. Wir laufen ums Fahrzeug, dann erkläre ich euch mal ein bisschen was dazu. Aber angesprungen ist er, glaube ich, hast du gesagt. Ne? Angesprungen ist er. Okay, also können wir schon aufmachen. Okay. So, dann müssen wir mal gucken, wie er ausgeht. Es gibt immer 2 Verfahren, bei den neueren meistens über den Schlüssel. Wenn es nicht sein sollte, geht er noch hinten über die Motorbremse auf. Aber die SKs gehen schon alle über den Schlüssel. Ne? Über den Schlüssel aus. Hier, guck mal, ganze Batterie Schlüssel. Unsere interne Nummer 23 hat das Fahrzeug. Ja, das ist die Standheizung fürs Fahrerhaus. Wir haben oben nochmal eine Standheizung im Dachzelt, jeweils 2,5 kW. Ja, richtig schöne, für den europäischen Markt zugelassene Heizungssystem hier drin, das hat sogar ein Öhrchen. Das Öhrchen müssen wir was noch mit der Uhr machen? Ne? Mal ein bisschen die richtige Zeit einstellen. Ne? Aber vielleicht ist so eine Weltzeituhr, vielleicht passt die jetzt zu Südamerika irgendwo. Ne? So,
Wir haben ihn lackiert von dem Feuerwehrrot. Wir mussten auch etliches an Blech machen bei dem Auto. Weil, warum? Die Feuerwehrautos von den Flugfeldern haben im Vergleich zu den normalen Feuerwehrautos eine Situation. Die sind ständig mehr im Einsatz. Also die gehen wirklich wöchentlich mal raus. Und auf den Flugfeldern wird immer viel gesalzen und Spezialmittel, Tau. Und dann auch Schaummittel. Und deswegen kriegen die ein bisschen mehr, also sind die mehr, was Korrosion angeht, eher dem normalen Nutzfahrzeug ebenbürtig. Ne? So, jetzt laufen wir mal ums Auto und gucken uns das mal von außen an. So, jetzt sind wir mal an unserem Rundgängchen schon dran. Hier haben wir was ganz Phänomenales hier, wenn man nämlich hinten Platz nehmen möchte. Ja, das ist fast so wie beim Papamobil. Ja. Fährt einem die Treppe entgegen. Und vielleicht gucken wir mal rein. Rico, vielleicht nimmst du mal auch die Kamera mal ganz kurz mit rein, wenn du schon drin bist. Und ich laber so ein bisschen dazu. Also dieses etwas unter dieser blöden Plastikhülle ist ein weiteres Bett in zwei Teilen. Das war so gewünscht. Wir haben hier unten zwei Stangen. Die kann man links und rechts einhängen und ein zweiteiliges Bett über die Sitzgelegenheiten aufspannen. Das bedeutet, hier die Prämisse war, dass im Notfall sogar 1, 2, 3 im Dachzelt und eine vierte Person im Fahrerhaus pennen kann. Deswegen ist es auch voll beheizt. Und deswegen sind hier die Polster, die natürlich nur auf Fahrt gehen müssen. Sonst sehen sie ein bisschen in der Sicht und im Weg, wenn man in der vollen Besetzung auch so unterwegs wäre. Ne? Das ist der Hintergrund. Hier sind die Polster, die haben wir noch in der schönen Verpackungsfolie gelassen, weil das Auto ja noch ein bisschen bei uns in der Werkstatt war. Wenn es dann abends Champagner gibt, haben wir hier links und rechts ein paar ausklappbare Tischchen, damit man die Stimmung schon ein bisschen anwärmen kann. Die können wir auch mit zwei Handgriffen wieder einklappen und einarretieren. Und das Innenraußenkonzept, vielleicht machst du noch mal einen kleinen Schwenk drüber. Die mittlere Sitzbank, also der mittlere Sitz nach hinten ist umklappbar, sodass der Durchstieg sehr freizügig zu begehen ist. Und die anderen Sitze, die kommen, das ist ein Recycling-Sitze aus dem Pkw-Bereich, auch in Alcantara und in so einer bisschen, ja, etwas gediegeneren Optik, weil wir die der Innenausstattung und den Ledersitzen oder Leder-Alcantara-Sitzen auf der Vorderseite eben angepasst haben. So angepasst haben, dass es noch bezahlbar wird. Natürlich könnte man jetzt hier auch von unseren Spezialsitzen, hätte man welche reinbauen können. Nur so ist es so, so ein Recycling-Sitz hat 200 Euro gekostet und unsere Sitze kosten was, Rico? Na? 3, 4. Ja, ich sage also paarweise. Paarweise, also jetzt heißt nicht 100, sondern eher 1000. Ne? Ja. Und deswegen hat das ja etwas einfacher gestaltet. Finde ich aber ganz gut gelungen. Ne? Wenn du dann nochmal nach vorne guckst, vorne gibt es eben auch nochmal die drei Sitze. Damit haben wir die 1, 2, 3, 4, 5, das sind Notsitze dort. 6, 7, 8 Sitzplätze, die auch eingetragen sind. Das heißt, man kann tatsächlich mit der Oma, mit dem Opa, mit der Familie, mit allen, mit Freunden, mit mehreren Freundinnen, sofern man sie hat, oder Freunde, ausfahren. So, der Rico kommt wieder raus, übergibt die Macht und wir schließen mal die Veranstaltung hier. Und schwuppdiwupp, der Wahnsinn. Fährt der Wahnsinn wieder rein. Ja? Das haben wir natürlich aus den Feuerwehrautos übernommen. Weil das ist ja alles so cool, wäre schade drum gewesen, das einfach wegzuschmeißen. Ne? So, gehen wir mal weiter. Hier ist so für den Außeneinsatz oder zur Hygiene im Äußerlichen ist hier nochmal ein Tank integriert, der hier Wasser zum Händewaschen und hier einen Seifenspender hat. Ja, ein einfaches Bauteil muss zum einen, ist es recht zweckmäßig, zum anderen müssen wir hier das Loch zumachen wegen der seitlichen Unterfahrschutz. Und da haben wir gedacht, das ist eine ganz gute Idee, kann man ja auch mal nutzen, gerade wenn man viel draußen ist und das Wetter schön ist am Strand, kann man die Füße abwaschen, die Hände waschen. Wenn man mal einen Reifenwechsel gemacht hat oder eine Wartung, ist es auch relativ nah in Motorgegend. Das ist unser berühmter HUD 600 mit der integrierten Kraftstoffpumpe, also unser Spezialdieselfilter mit dem Filtereinsatz, der auch die Bakterien der Alge, der sogenannte Dieselalge oder Dieselpest, wie sie genannt wird, beseitigen. Den haben wir hier mit platziert. Und hier, Rico, was ist das? Die Tankumschaltung. Genau. Weil wir haben hier einen auf der anderen Seite. Genau. Wir haben ja zweimal 400 Liter mit Tankunterfahrschutz und
der Möglichkeit, auch an den Tank noch ranzukommen. Und hier ist die Umschaltung. Die ist jetzt ja, ganz einfach momentan auf dem Tank der Fahrerseite. Und wenn ich den auf die andere Seite tue, ist es eben diese Seite hier, so dass wir umschalten können, nimm aus diesem oder aus dem anderen Tank. Hier gibt es eine Leiter. Wir haben ja gesagt, das Dachzelt. Ja, wir haben noch gar nicht darüber geredet, über das Dachzelt. Ja. Sollen wir die Schatulle mal öffnen? Wir wollen die Schatulle mal öffnen. Vielleicht gebe ich dir mal den Schlüssel mit, dass du vielleicht doch kurz das Auto dazu laufen lässt, weil die Batterien nicht so stark sind. Wir haben hier uns was ganz Besonderes einfallen lassen, weil die Idee war, erst einen riesen Alkoven da drauf zu bauen. Da habe ich gesagt, no, das machen wir nicht, da wird das Ding noch viel höher, weil es ist jetzt schon 3,80 Meter. Und es sollten ja große 14er Reifen darauf. Also haben wir dem Fahrzeug ein Dachzelt verpasst. So, der Rico startet mal ganz kurz. Einfach aus dem Grund heraus, weil es frisst ein bisschen Strom. Und dieses Dachzelt, man will sehen, es geht schon los, fährt völligst von Geisterhand gesteuert nach oben. Es ist tatsächlich vollständig elektrisch auffahrbar und elektrisch zufahrbar. Und klappt auch, wie ihr seht, die Flügel, also das heißt die Feuchtigkeitsabweiser nach außen oder nach innen. Das heißt, jetzt ist es begehbar, einmal natürlich über die Treppe von außen, zum anderen aber von innen durch die Luke, die ich euch gezeigt habe. Ne? Das Zelt steht, das kann man natürlich in umgekehrter Reihenfolge auch wieder reinlassen, machen wir später. Ja, ihr seht's, eine schöne Jagdhütte da oben, ne? Mit guter Aufsicht. Und auch urig, wenn du da durch diesen Durchstieg da... Wer jetzt Bock hat, mal fast im Freien zu liegen und nicht in der Kiste hinten drin, auch wenn man zu zweit unterwegs ist, hat es mit Sicherheit seinen Charme. Also ihr habt gesehen, man sieht es am Anfang gar nicht, es fährt fast vollständig aus dem Dachgepäckträger raus. Es ist auch begehbar, wir haben es so gebaut, dass wenn es geschlossen ist, dass man oben draufstellen kann, halt nur wenn es geschlossen ist. Es ist beheizt und es ist vor allen Dingen durchs Fahrzeug zu erreichen und ist so der ideale Kinder- und Jugendhort. Ne? Also ich wäre voll begeistert gewesen, wenn ich zu Kindeszeiten da hätte nächtigen dürfen da oben. Ne? Ich wäre nie ausgezogen. Ja, ich glaube auch. Ne? Wir würden heute noch da drin wohnen. Ja, was haben wir noch gemacht an dem wunderschönen Stück? Wir wollten ja heute mal eine Außenbegehung machen, bevor es zur Innenbegehung kommt. Was ist das, Rico? Die Original. Genau, die Original S-Kassen-Luftansaugung. Wenn jemand sowas sucht, wenn jemand sowas braucht. Ich glaube, wir haben noch 3 oder 4 Stück. 3. Na, ja, von einem würden wir uns trennen, von mehr nicht, weil wir natürlich selber mal schöne Projekte haben, wo wir die verbauen können. Gibt es so bei Daimler leider nicht mehr zu kaufen. Wir haben an der Front oben eine LED-Lightbar montiert. Wir haben unsere wunderschönen Vorwheel 24 Einstiegsketten angebracht, so dass jemand einsteigen kann, auch ohne sein Bein 1,20 Meter hochheben zu müssen. Wir haben, wenn wir da mal reinschauen mit der Kamera, Vorwheel 24 unsere Spezialdämpfer auf der Vorderachse verbaut, die der Garant sind für etwas mehr Fahrkomfort, ne, im schönen leuchtenden Grün. Ja, hier ist der zweite Tank. Was sieht man hier, Rico? Die Leiter. Genau, die Einstiegsleiter für das Fahrzeug, die hier ihren Platz gefunden hat, unter dem Durchstiegsbalk im Fahrerhaus. Hier der Tank, hier liegt noch was frei, Rico, was könnte das sein hier? Wir warten noch, weil UPS, keine Ahnung, wo die unterwegs sind momentan, vielleicht ist auch der Fahrer Corona erkrankt. Wir warten schon seit 2, 3, 4 Tagen auf ein TIR System, also auf eine Reifendruckregelanlage, die hier einen Platz noch findet. Das heißt, wir haben die Luftverschlauchung schon vorinstalliert. So, es gibt noch ein paar Features, die mir gerade einfallen. Wenn ihr mal hier dezent runter guckt, guckt mal hier hin. Wenn du mal mit der Kamera hier drunter guckst, haben wir einen codegesicherten runter und nach oben drehen. Da sieht man ihn. Einen codegesicherten Spezialtresor verbaut, wo man Notfallschlüssel oder irgendwas deponieren könnte. So laut darf ich es gar nicht sagen. Wir haben, ja, was ist das, Rico, hier? Die Landstromdose quasi. Genau. Wir haben hier eine Landstromdose. Wir haben die komplette Elektrik von Victron Energy. Das sind 3x200 Ampere Lithium-Ionen-Akkus drin auf 24 Volt. Also der hat richtig Saft und Kraft. 2x4x6x14 R20. Also sehr, sehr gut ausstaffiert. Staukasten links und rechts. Hier was? Die Truma. Luftheizung, genau, Luftheizung.
ist die 6kW-Variante. Man hat sich hier gezielt für eine Luftheizung entschieden, weil es recht einfach gehalten sein sollte und auch einigermaßen noch in dem Preissegment. Wir hätten auch eine Wasserheizung einbauen können, aber dann wäre es so 20.000 Euro am Ende doch mehr gewesen. So, wir haben unseren Heckträger hier in der Auslage für zweimal Ersatzrad, die Anhängerkupplung für den Pferdeanhänger hier, ne, Rico? Ja. Nee, ist natürlich jetzt hier für, ja, für einen Fahrradträger, ne? Für so einen Thule-Fahrradträger, ist mit vier Schrauben befestigt, kann man einfach wegmachen, machen wir immer dran, ist so ein einfaches Gimmick, was nicht viel kostet und einfach sinnhaft ist. Wir haben unseren Klappbau- und Unterfahrschutz, genau, den es in der Auslegung nur bei uns gibt. Warum gibt es nur bei uns, Rico? Wollen wir ihn selber bauen? Ne? Wir bauen ihn halt selber. Ne? Also das heißt, das ist kein Teil, was du irgendwo kaufen kannst. Andere behaupten es ja. Italienischer Lieferant. Ne? Italienischer Lieferant? Nein. Tatsächlich haben wir selber mal entwickelt, haben wir eine Simulation gemacht, die wir auch unserer Eintragungsbehörde vorgelegt haben. Also das heißt, die müssen ja 10 Tonnen können. Und das haben wir damals wirklich EMAS-mäßig im SolidWorks so ausgerichtet, dass er das ungefähr kann. Wobei so ist bei den Altbestandfahrzeugen, sind die Regularien nicht so hoch gewesen. Da ist er natürlich viel besser als die Latte, die sie früher dran gebaut haben. Ne? So, wir haben hier... Oh, du bist ganz heiß drauf. Jetzt machen wir nochmal den Deckel oben drüber erst auf, oder? Mach mal auf. Komm, ich will jetzt... Mach doch mal. Guck mal hier rein. Guck mal hier rein. Hier ist nämlich phänomenal ein 1000 Liter Frischwassertank. Ob wir den jemals brauchen, aber wenn wir tatsächlich mal... Man könnte ja... Wir haben ja ausgerechnet... 1, 2, 3, 4, 4 und 3. Man könnte auch notfalls mit 8 Leuten da drin nächtigen. Und der Hintergrund war, dass 6 auf jeden Fall in der Planung ab und an stehen. Und deswegen ein 1000 Liter Frischwassertank, das also auch unter extremen Bedingungen mal 1,5 bis 2 Wochen mal stehen könnte. Ne? Da vorne im Vorbau ist die Wasseranlage, also hier jetzt nur die Entnahmeseite, Pumpe, Ausdehnungsgefäß. Mit einem Aktivkosefilter, mit dem großen. Wir lassen also meistens, das ist häufig in den Konzepten so, nach dem Tank nochmal das Wasser durch einen Aktivkohlefilter laufen und haben dann aber auch noch Einrichtungen, wo wir dies vorher einbringen können und mit Keramik und Aktivkohle filtern können. Ne? So, jetzt bist du dran, Entschuldigung. Ne? So, man muss dazu was sagen. Hier, wenn du das öffnest, das sind so diese Lösungen, die ihr hier seht. Wenn ihr das gleich seht, werdet ihr sagen, naja, was ist denn da nicht perfekt? Also wir haben hier die Auflage gekriegt, nachdem wir schon angefangen haben, hier eine Gasflasche in den Tank, in den Staufkasten reinzubauen, weil wir kochen hier, also nur fürs reine Kochen auf Gas, war die Option, eine oder zwei kleine Gasflaschen mitzunehmen. 5 Kilo haben wir uns entschieden. Danach sagt der Kunde zu uns, oh, was ist denn jetzt mit der Außenküche? Kann ich noch eine Außenküche haben? Ne? Und dann denke ich immer, oh Mann, jetzt schon wieder Wasser. Ne, wir haben doch den ganzen Rahmen schon umgebaut, jetzt was machen wir denn? Ne? Also mussten wir aus der Situation, was machen wir denn, uns was einfallen lassen. Das ist oft so eine Situation, die ganz, ganz gute, kreative Lösungen von sich bringt. Ja. Und ich bin jetzt hier ganz happy mit der Lösung, weil wir haben tatsächlich in diesen Kasten noch einen Kocher eingearbeitet. Nachdem der Platz hier schon versaut war, haben wir gedacht, naja, wir haben noch 15 cm, schrauben wir doch das wunderschöne Kocherchen hier einfach mal in den Deckel rein, hängen es in eine stabile Aufhängung rein. Hier könnt ihr gucken, da kann richtig, da kann das Chili richtig 2x5 Kilo brodeln drauf. Und wir haben alles in allem doch noch eine schöne Lösung geschafft. Ne? Natürlich ist damit eins zugrunde gegangen. Wir brauchen hier noch eine Klappe, die wird noch nachgerüstet jetzt für die Gasflasche, damit wir einen abgeschlossenen Gaskasten haben und den Vorgaben der EN 1949 gerecht zu werden. Das kommt jetzt noch. Und dann haben wir hier doch eine schicke, einfache Lösung, die vor allen Dingen schnell wieder weggeräumt ist. Und wir haben noch etwas erreicht, weil oft gibt es diese Slide-Outs. Wir haben es hier geschafft, den Kocher etwas weiter wegzubringen von der Kabine. Dann versaust du ja nicht. Genau, da versaust du nicht so viel und haben dann eine wunderschöne Edelstahlabdeckung verpasst. Das heißt, auch hier hinten verspritzt du nichts. Und das gute Ding hat, glaube ich, 2x4 kW fast Brenner drauf. Also da kann richtig was gehen. Alles einfach und ich finde jetzt für den Verwendungszweck auch einfach gut. Machen wir es wieder zu? Ja, also ich bin auch, also ich finde es so gut, ich mache das bei mir jetzt auch so. Ne? Ja, was haben wir noch außen gemacht? Also, wir sprechen hier, was ist das für eine Kabine? Eine GFK. Genau, unsere Fenstertüren und Klappen aus Aluminium. Mit der Situation, dass die Eingangstür recht nah bei der ersten Achse ist. Auch hier mussten wir uns wieder was einfallen lassen.
haben das, finde ich, auch einfach und gut gelöst, weil, wie gesagt, wir hatten, was ich schon mal erwähnt habe, hier beim Auto nicht unendliches Budget. Ne? Ja. Es war also die Auflage, keine 500.000 Euro zu verbraten, sondern deutlich weniger. Also haben wir hier einen Slide-Out kreiert, an dem das Stück Kotflügel mit rausfährt. Und die große, phänomenal große, auch für Haustiere wie Hunde oder auch ältere Hunde geeignete Leiter ist an zwei Positionen einhängbar, nämlich an der Frontposition und an der Seitenposition. Ich weiß nicht, der Rico, wenn er es einmal rausnimmt, müsste er sich rausziehen lassen. Wir brauchen hier noch eine Schutzfolie, Rico. Müssen wir uns auch noch machen, dass wir es beim Reinschieben, falls man mal in die Karosserie stößt, nicht gleich vergammelt. So, das ist die wunderschöne, großzügigere Leiter. Also jetzt diesmal, hängst du mal an die Seite, ist besser. Nicht aus dem Hause Waikö, also nicht die Little Jumbo, sondern wir haben ein anderes Modell in Augenschein genommen, was, das werdet ihr gleich sehen, in der Höhe, in der Auslegung natürlich einen viel, viel höheren Komfort mit sich bringt. Ja? So, könnt ihr mal gucken, lauf mal hoch, wie komfortabel das ist. Also auch mit drei Bier kannst du dich an der Seite gut festhalten. Es ist einwandfrei, finde ich klasse. Wird sehr, sehr häufig tatsächlich verwendet, auch wenn Tiere mit an Bord sind. Hunde können die auch wesentlich besser gehen als die etwas steilere, meistens bei den höheren Fahrzeugen zu steile Little Jumbo. Ne? Die ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen hat diese hier und die Jumbo hat eben eine weniger. Ne? Greifen wir mal darauf zurück. Coole Nummer, cooles Modell. Rico, fällt dir noch was ein? Wir haben ja gesagt, wir wollen mal ein bisschen die Spannung hochhalten, dass wir noch einen zweiten Teil kreieren. Ja, wir haben eine Markise außen, jetzt nichts Besonderes. Thule Omnistore, eine Wickelmarkise. Die nehme ich aus dem Grund ganz gern. Die baut nicht so groß auf und ist auch für den Offroad-Style etwas, meine ich, die bessere. Das ist eine Sackmarkise. Die hat man auch relativ schnell da rausgezogen. Zwei Riegel rausnehmen und rausziehen und dann zu Hause lassen, wenn sie stört. Ist jetzt aber auch hier für den Bedarf, also wenn man jetzt hier die Markise draußen hat, sollte man die Treppe vielleicht vorne einhängen, dann läuft man neben der Markise. Deswegen geben wir diesen Treppen immer unterschiedliche Positionen. Man könnte auch, wenn man es jetzt übertreiben wollte, vorne auch noch eine Einhängeposition machen. Haben wir jetzt hier in dem Beispiel darauf verzichtet. Ja. Was haben wir an Solar auf dem Dach? Ja, wir haben hier 4x360 WP Solar auf dem Dach. Kannst du schnell Kopf rechnen, also irgendwo über 1200 WP Solarleistung. Wir haben einen 5 kW Wechselrichter an Bord. Wir haben eine Klimaanlage an Bord. Wir haben eine Heizung an Bord. Wir haben eine Waschmaschine an Bord. Tatsächlich einen Vollwaschautomaten auch noch an Bord. Lasst euch da mal überraschen. Wir gucken mal in der nächsten Folge rein und bringen euch mal das Innenraumkonzept ein bisschen näher. Ihr könnt euch also schon freuen. Bleibt dran bei Abgefahren. Und vergesst nicht netten Kommentar, ein Abonnent, das Glöckchen. Wir wollen ja auf Werbung verzichten und dafür haben wir ein ehrgeiziges Ziel, auch wirklich den einen oder anderen Abonnenten mehr anstatt zu bringen. Wir wollen auch nicht unbedingt nur Werbung für uns machen, sondern wir wollen einfach ein bisschen was zu dem Thema loswerden, um euch den Horizont für die Sache, für das Tun, für vielleicht eure Ziel etwas zu erweitern. Ne? So, und jetzt gucken wir mal da rum, da fährt noch was ganz Spannendes. Da machen wir auch mal noch mal ein Video dazu, nämlich einer der ganz, ganz seltenen LMTVs der neuesten Baureihe mit richtig Punch und Power wird es auch noch geben in einem kleinen Sondervideo in Kürze. Tschüss, lasst euch gut gehen.